Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motava 10. Heute geht es endlich um die Installation der Cooler Master Iceberg 120 El Prestige. Die sieht so aus und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich habe das Gehäuse des Cooler Master Stormtrooper schon mal entsprechend vorbereitet. Die Vorder- und Rückseite abgenommen. Ihr seht jetzt hier das Mainboard. Hier sitzt bereits. Das habe ich gestern schon mal vorbereitet. Das entsprechende Netzteil drin, das ist wieder das von Be Quiet. Das Dark Power Pro mit 550 Watt. Dazu kommt jetzt das MSI Mainboard. Darauf sitzt die Intel i7-3770K. Zweimal der Corsair Speicher. In der hohen Variante, was ja jetzt auch kein Problem ist, weil die Kühlung in der Regel auch nicht über den RAM gehen wird. Ich werde das Ganze jetzt nochmal kurz auspacken und dann geht es um die Installation der Iceberg Prestige auf einem Intel-Prozessor. In der Installationsanleitung steht als erster Schritt, mal gucken, wie nah ihr das ranbekommt, lassen wir es mal so, ich sage euch, was das ist. Es gibt hier bestimmte Halterungen für den Kühlkopf, also für dieses große Gebilde hier. Und diese Halterung muss man zuerst anbringen, je nachdem, um was für ein CPU es sich jetzt gerade handelt. Bei einer Intel-CPU müssen andere Halterungen genommen werden als bei einer AMD-CPU. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Es geht jetzt um die Installation. Schritt 1 ist der Kühlkörper hier. Ich brauche eine Halterung. Die unterscheidet sich einmal, das ist hier die Halterung für AMD-Sockel. Die hat an der Seite so große Montage, wie nennt man die? Montageseiten. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Das hier ist für die Intel-Sockel, das sieht ein bisschen kleiner aus. Und genau das machen wir jetzt auch auf. Das muss jetzt so angebracht werden, dass das Ganze hier in der Mitte, seht ihr es. Die Sachen müssen ineinander greifen. Ich hoffe, man sieht was. Machen wir es mal so. Also auf beiden Seiten seht ihr hier so eine kleine Laschen. Die müssen halt so angebracht werden, dass sie ineinander greifen. Und das Ganze muss dann natürlich hier bei dem Kühlkopf entsprechend angebracht werden. Zuerst von der einen Seite. Und dann schiebt man das von der anderen Seite auch noch rauf. Das war jetzt nicht richtig. Moment. So. So hält das Ganze dann auf dem Mainboard. Auf dem Mainboard wird jetzt natürlich auch noch was installiert. Dann setzt man das Ganze so rauf, schraubt es fest. Der Radiator kommt, wo auch immer man es haben möchte, entweder oben im Gehäuse, so wie ich das jetzt gleich machen möchte, dort seitlich oder dort seitlich. Ihr seht es an den Schläuchen, die sind sehr beweglich. Das ist ein großes Plus. Also hier kann man wirklich alles irgendwo hindrehen, wie man gerade möchte. Aber jetzt machen wir erstmal den zweiten Teil. Im nächsten Schritt geht es nämlich schon darum, das Gehäuse entsprechend zu platzieren. Das wird jetzt mit dem Drehen etwas schwieriger. Ich hoffe, ich schaffe es trotzdem, damit ihr genügend seht. Ich muss jetzt das Gehäuse hinlegen. Zuerst soll der Radiator seinen Platz finden. Der, in meinem Fall will ich den nach oben setzen. Und nachdem der Radiator dann fest ist, mit dem Lüfter bereits verbaut wurde, erst dann soll die weitere Installation am Prozessor geschehen. Also ich baue mal kurz ein bisschen um. Die Schrauben hier haben übrigens einen ganz bestimmten Schraubkopf, der ist weder Schlitz noch Kreuz. Dazu braucht man diesen kleinen Imbusschlüssel. Hat aber jetzt trotzdem nichts mit IKEA zu tun. So, und jetzt machen wir Folgendes. Gucken, ob ich das jetzt zusammenkriege. Nochmal überprüfen, dass die Lüfterrichtung richtig ist. Irgendwo war genau. Also ich möchte das jetzt so installieren, dass die Abwärme aus dem Rechner nach oben rausgepustet wird. Von daher ist die Lüfterrichtung dementsprechend zu wählen. Und das ist jetzt so aufgebaut wie so eine Art Sandwich. Gucken, dass die Löcher alle übereinander liegen. Jetzt auch darauf achten, jetzt beim Nehmen der Flüssigkühlung, dass der Kühlkörper hier nichts weiter zerstören kann. Jetzt muss man natürlich entsprechend vorsichtig zirkeln, dass das alles auch übereinander liegt. Am besten steht man dazu auf, damit man von oben rauf gucken kann. So.
Nochmal prüfen, Lüfterrichtung ist richtig. Der kommt jetzt da oben rauf. Und so sieht jetzt dieses Sandwich aus. Ihr seht hier Lüfter, Zwischenring und Radiator. Ihr seht, man kann dann auch hier, wenn man vorsichtig vorgeht, das Ganze eins weiter nach vorne setzen. Die Schläuche der Flüssigkühlung sind wirklich so nicht dehnbar, sondern die Schläuche der Flüssigkühlung sind tatsächlich so flexibel, dass es auch ohne weiteres möglich ist. Wenn man die richtigen Bohrungen dann gefunden hat, früher oder später, dann kann man diesen Kühlkörper zum Beispiel auch hier anbringen. Aber ich habe mich, wie gesagt, entschieden, den Radiator oben anzubringen. Das, was jetzt natürlich kommt, ist, das Ganze muss festgeschraubt werden. Wie das mit dem Schrauben funktioniert, dürfte euch wohl klar sein. Wie gesagt, die Schrauben müsst ihr verwenden, die mit hier bei der Flüssigkühlung bei sind. Weil diese eine ganz bestimmte Länge haben, sind die Schrauben zu lang, könnt ihr damit die Kühlung zerstören. Also bitte auch nur diese Schrauben benutzen. Den schwersten Teil der Installation haben wir jetzt tatsächlich schon hinter uns, denn das war jetzt das Komplizierteste, nämlich den Radiator zusammen mit diesem Plastikelement zwischendurch und dem Lüfter hier oben zu installieren. Es ist übrigens nicht notwendig, ich habe gerade nochmal mit Cooler Master gesprochen, hier beide Lüfter anzuwenden. Es reicht, wenn man einen nimmt. Nun geht die Installation hier weiter und zwar streng nach Anleitung. Mal gucken, was da steht. Nummer 3. Als nächstes sollen wir bereits die Wärmeleitpaste auftragen. Die soll nicht dicker als ca. 0,1 mm sein. Und ihr wisst, ich bin ein Tropfer. Ein sehr beliebtes Thema. Wie bringst du deine Wärmeleitpaste auf? Manche verstreichen sie. Ich tropfe sie in der Regel. Gucken, dass ihr das auch richtig drin habt. Mit dabei im Lieferumfang ist die Cooler Master Eiscreme. In der Anleitung steht übrigens nicht zum Verzehr geeignet. Bei dem Namen ist der Hinweis auch angebracht. So. Dann machen wir das mal auf, wenn es denn irgendwie geht. Also frustfrei ist die Verpackung jetzt nicht. So, wie gesagt, ich bin ein Tropfer. Ich werde jetzt einfach mal so viel nehmen und ich vertraue wie immer darauf, dass der Anpressdruck den Rest erledigen wird. Als nächstes sind wir bei Schritt 4. Bei Schritt 4 müssen wir jetzt Folgendes machen. Es gibt hier keine Backplate, dafür gibt es sowas hier. Diese kleinen Module steckt man jetzt in die 1, 2, 3, 4 Bohrungen auf dem Mainboard. Und das machen wir einfach mal für. Das gilt aber nicht für jeden Sockel, sondern nur, wenn man ein Mainboard mit dem Sockel 775, 1155, 1156 und 1366 hat. Da sind man jetzt diese, no, seht ihr was? So sehen die aus. Wie nennen die sich? Moment, nutzen einen extra Namen. Gewindebuchse, genau. Diese Gewindebuchsen, so nennen die sich. Tun wir jetzt in die vier Bohrungen, bis das hörbar einrastet. Jawohl. Die lassen sich später auch wieder entfernen. Zwei. Drei. Und vier. Jetzt geht es bereits darum, die passenden Gewindestangen hier aufzubringen. Und das sind die Gewindestangen, müssen jetzt in diese Gewindebuchsen, die wir eben gerade aufgebracht haben, eingedreht werden. Das sieht so aus. Ich mache euch gleich mal ein Foto davon. Dann seht ihr es ein bisschen besser. Die Gewindestange kann jetzt also hier eingedreht werden. Das Ganze soll natürlich wie immer vorsichtig geschehen, klar. Man sollte hier übrigens immer auf seine Hand- bzw. Fingerkraft sich verlassen. Ich würde jetzt hier nicht mit anderen mechanischen Hilfsmitteln arbeiten. Die Arbeit darf man sich ruhig mal machen. Das ist auch nicht weiter schwierig. Also das Eindrehen von Hand, das sollte wohl jeder noch hinkriegen.
Wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr euch für die Installation genügend Zeit lasst. Ihr solltet euch hier nicht hetzen lassen und dass ihr auch genügend Platz habt. Das sitzt, das ist fest, das ist fest, das ist auch fest. Und jetzt soll man bereits die Schutzfolie entfernen von dem Kühlkörper. Die ist da nämlich noch dran. Die muss aber natürlich abgemacht werden vor der Installation. Das seht ihr hier. Und so abziehen. So, und das soll jetzt gleich auf die CPU gesetzt werden. So, mal gucken, was sagt die Installation. Schutzfolie haben wir entfernt. Anschließend stecken Sie den Kühler, also den Kühlkopf, so nenne ich den, auf die Gewindestangen. Dies kann in einigen Fällen etwas schwer gehen. Okay. Jetzt kann man sich hier entscheiden, je nachdem, wo ihr den Radiator angebracht habt. Achso, ich sollte euch vielleicht mal wieder rauszoomen. Nicht ein, sondern raus, dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Genau. Je nachdem, wo ihr den Radiator jetzt angebracht habt, ich habe ihn jetzt hier oben, müsst ihr die Schläuche, die schon sehr biegsam sind, jetzt vorsichtig mitbiegen und das Ganze auf den Gewindestangen platzieren. Das ging jetzt in meinem Fall sehr einfach. Das Ganze steht natürlich ein bisschen unter Spannung, deswegen kippelt es jetzt so ein bisschen. Ja, als nächster Schritt steht jetzt hier, was soll ich nehmen? Moment, durchlesen. Die Unterlegscheiben auf die Gewindestangen gesteckt. Unterlegscheiben, irgendwo hatte ich hier Unterlegscheiben. Und die vier Stück, die sind so ein bisschen durchsichtig. Man kann den Kühlkopf jetzt natürlich, man muss den nicht so anbringen, so wie ich den jetzt angebracht habe. Man kann den auch wieder hochnehmen. Und ihn umdrehen. Gucken wir mal gleich. So zum Beispiel geht das auch. Ich werde sie jetzt einfach mal so aufbringen. Die Unterlegscheiben kommen jetzt auf jede einzelne der Gewindestangen. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Die Unterlegscheiben sind drauf und jetzt werden die Federn auf die Gewindestangen aufgesteckt und dann kommt die Rändelmutter drauf. Das hier sind die Federn, eindeutig zu erkennen als Feder. Die kommt auch wieder auf jede einzelne der Gewindestangen drauf. Also der Teil der Installation ist wirklich sehr einfach gelöst und jetzt nimmt man diese Muttern. Oder wie heißen die? Die Rändelmuttern, genau. Rändelmuttern heißen die. Und die, mit denen macht man das Ganze jetzt fest. Nicht auf einer Seite ganz fest drehen, sondern jetzt wieder diagonal gegenüberliegend weitermachen. Zuerst mit der einen anfangen, dann diagonal auf der anderen Seite weitermachen. Die auch nicht ganz fest drehen, sondern nur so ein bisschen. Dann nimmt man die dritte, geht dann hier zum Beispiel auf diese Seite, fängt an, das hier festzudrehen, auch nicht ganz, und geht dann diagonal gegenüberliegend zur anderen Gewindestange und fängt auch hier an, das Ganze festzumachen. Wichtig ist jetzt beim Aufdrehen dieser Rändelmuttern, dass es nicht zu stark ist. Die Gewindeboxen sind ja nur aufgesteckt. Das heißt, ihr dürft jetzt hier mit diesen Rändelmuttern nicht zu viel Druck bzw. Zug ausüben. Ansonsten kommt euch nämlich das Ganze wieder entgegen. Das heißt, es muss schon fest sitzen, aber es darf nicht zu fest sitzen. Zum Schluss der Installation ist jetzt natürlich noch wichtig, dass dieses Kabel, das ist das Kabel für die Pumpe, tatsächlich hier auch angesteckt wird. Und zwar da, wo der CPU-Lüfter sonst hinkommt. Das ist in meinem Fall hier oben. Das werde ich kurz mal machen. Das ist vielleicht noch ein bisschen knifflig, sollte aber auch kein großes Problem sein. Also wichtig ist, dass ihr den Lüfteranschluss nehmt, das heißt, dass da tatsächlich CPU-WAN steht. Das war die Installation der Cooler Master Iceberg Prestige 120L und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo oder einen Kommentar. Hinterlasst mir ein Feedback. Hier geht's zum Unboxing des Gehäuses des Stormtrooper von Cooler Master. Und auf der rechten Seite gibt's noch mehr Videos von mir. Ciao!